Der Studiengang Elektronische Systeme richtet sich an Bachelor-Absolventen aus verschiedenen Fachrichtungen. Das kann Elektrotechnik sein, Informatik, Maschinenbau oder auch sowas wie Mechatronik oder ähnliche Studiengänge. Mein Name ist Harald Michalik. Ich bin hier an der TU Braunschweig Professor für Raumfahrtelektronik und auch für den Studiengang Elektronische Systeme zuständig. Für die Technische Universität habe ich mich entschieden, weil die ist ja gerade auf Forschung ausgelegt. Wir haben sehr viele Forschungsprojekte hier und später möchte ich auch gerne eher in die Forschung gehen als in die Entwicklung. Und da war das die Nummer 1 Anlaufstelle einfach. Ich bin Julian, habe in meinem Bachelor Elektro- und Informationstechnik studiert und studiere jetzt hier an der TU Braunschweig Elektronische Systeme. Ich bin eine Träumerin, das bedeutet, ich möchte ganz gerne irgendwann zu den Sternen. Mein großes Ziel wäre, Astronautin zu werden, das ist natürlich noch ganz weit entfernt. Aber zunächst möchte ich gerne, wie gesagt, in der Raumfahrt Fuß fassen. Der DLR und die ESA wäre natürlich so ein Traum von mir, aber ich bin auch sehr offen für die Welt sozusagen. Hi, ich bin Lorena, ich studiere an der Technischen Universität Braunschweig im Master Elektronische Systeme für Fahrzeugtechnik und Luft- und Raumfahrt. Das Ziel dieses Studiengangs ist den Entwurf von Elektronik für sicherheitskritische Systeme. Was ist das? Das ist heutzutage sowas wie ein Auto, ein Flugzeug, ein Raumfahrzeug, kann aber auch eine Bahn sein. Und von allen diesen Systemen hätte man natürlich gerne, dass sie sicher funktionieren, dass das Flugzeug nicht vom Himmel fällt und so weiter. Der Studiengang ist sehr vielfältig. Wir haben 3 verschiedene Bereiche, auf die wir uns spezifizieren können. Und dadurch, dass wir ganz viele verschiedene Module haben, können wir uns den Studiengang ja frei wählen, so wie wir das gerne möchten. Und daher habe ich mir davon versprochen, genau in dem Bereich, wofür ich mich interessiere, mir auch Informationen bzw. Wissen aneignen zu können. Das sind ja ganz verschiedene Gebiete, von Elektrotechnik über Maschinenbau bis Mechatronik. Was ist da das Verbindende in Automotive, Luft- und Raumfahrttechnik? Das sind die Entwurfsverfahren und das ist sozusagen der Kern des Studiengangs, dass man lernt, solche sicherheitskritischen Systeme zu entwerfen. Es geht eigentlich immer um das Gesamtsystem. Da gibt es Hardware- und Softwarekomponenten. Und damit man einen Systementwurf komplett machen kann, muss man natürlich auch in alle Bereiche einen Einblick haben. Und dann ist halt das Coole, dass man auch noch verschiedene Branchen dabei kennenlernt. Also die Schwerpunkte im Studiengang sind einmal Electronic System Engineering, dann gibt es noch einen Automotive-Bereich und Luft- und Raumfahrttechnik. Man muss jedes ein bisschen bearbeiten, aber prinzipiell kann man auch eins mehr gewichten als das andere. Die TU Braunschweig arbeitet sehr eng mit dem DLR zum Beispiel zusammen. Dort kann man als studentische Hilfskraft auch arbeiten oder man geht ans Institut. Dort gibt es eigentlich immer sehr spannende Themen, mit denen man mitarbeiten kann, Projekte, in die man eintauchen kann und hat dann den besten Kontakt auch mit den Professoren oder mit anderen Studierenden. Man ist auf jeden Fall nicht einer von vielen. Es sind nicht so viele Leute pro Professor untergebracht und dadurch hat der auch sehr viel Zeit. Es kommt ja sehr oft vor, dass dann E-Mails erst gar nicht beantwortet werden, weil diese Flut von E-Mails einfach viel zu groß ist. Das ist natürlich auch verständlich und hier war das gar nicht so. Da kam immer schnell eine Antwort. Generell in den Studiengängen waren sehr viele wissenschaftliche Mitarbeiter mit dabei. Die haben dann auch viele Forschungsprojekte berichtet. Auch in den Übungsgruppen wurden wir dann super von denen betreut. Und jeder hat sich auch sehr viel Zeit genommen, um die Fragen von den Studenten zu beantworten. Also es gibt auf jeden Fall ausreichend Ansprechpartner, um alle Fragen und Anregungen loszuwerden. Ja, also die Kommunikation zwischen Professoren und Studenten ist sehr offen. Vor allem, wenn man im Kurs sitzt und Fragen hat, werden die meistens sehr gut beantwortet. Und sehr oft kommt es dann dazu, dass wir sehr viel drüber reden, Meinungen austauschen, Fragen gestellt werden. Und das ist eigentlich sehr, sehr gut. Ja, das Verhältnis zwischen den Dozenten und den Studierenden ist hier sehr offen. Dadurch, dass der Studiengang jetzt nicht so riesig ist, hat man auch viel Kontakt untereinander. Und die Studierenden sind an aktuellen Forschungsprojekten auch beteiligt im Rahmen von Projektteams oder auch in ihren Abschlussarbeiten. Während des Studiums kann man sich in verschiedene Gruppen sozusagen einfügen. Man lernt sehr viele verschiedene Leute kennen, dadurch, dass unser Studiengang ja sehr vielfältig ist. Darum wir auch in anderen Studiengängen Fächer ein. Und somit lernt man nicht nur die ELSI-Studierenden kennen, sondern eben auch Studierende aus anderen Fachbereichen, was natürlich sehr spannend ist, weil man sich besser austauschen kann. Was uns ganz wichtig ist, auch der Teamgedanke hier, wir haben sowas wie ein Teamprojekt, wo dann mehrere Studierende gemeinsam an einem komplexen Entwicklungsthema arbeiten. Sie lernen dabei auch für später, sich zu präsentieren, in interdisziplinären und internationalen Projektteams zu arbeiten. Es gab viele praktische Inhalte in dem Studiengang. Da gibt es für jeden ein Angebot, was man wahrnehmen kann. Ja, und besonders gut hat mir auch das Deep Learning Lab gefallen. Im Deep Learning Lab geht es darum, mithilfe einer künstlichen Intelligenz eine Bildklassifizierung aus der Sicht eines autonomen fahrenden Autos
zu kreieren. Und am Ende wurden Teams gebildet, wo man sich dann gegenseitig gemessen hat, um die beste Performance herauszubilden. Wir haben drei Bereiche, ESE, ASE und Aerospace. Dadurch können wir uns dann entscheiden, welcher davon unser Major-Bereich ist und welche unser Minor-Bereich sind. Das bedeutet, wir müssen uns auf einen spezifizieren. Das können wir uns aber während des Studiums aussuchen. Je nachdem, für was man sich entscheidet, hat man dann seine Spezifikation. Was natürlich toll ist, ist natürlich, dass man sich dann genau aussuchen kann, wo liegen meine Schwächen, wo liegen meine Stärken, kann man natürlich dann auch ganz frei wählen. Wir haben ganz viele Studierende aus verschiedenen Ländern. Die sind natürlich sehr freundlich und sehr offen und wollen natürlich sehr viel Kontakt auch mit den deutschen Studierenden haben. Es ist wahnsinnig spannend, sich mit denen zu unterhalten, weil sie natürlich aus anderen Kulturen kommen. Und es ist natürlich eine sehr große Bereicherung, Menschen aus anderen Kulturen kennenzulernen, einfach auch die Lernphasen oder die Lerntaktiken anderen mal anzuschauen. Und es ist wahnsinnig spannend, sich mit Leuten an sich, egal von welcher Kultur, von welchem Land, einfach zu unterhalten und ja, Kontakte zu knüpfen, vielleicht auch für die Zukunft. Dadurch, dass ich meinen Bachelor Maschinenbau gemacht habe, habe ich natürlich schon ein paar Kenntnisse, was Mechanik etc. angeht. Aber ich dachte, mit der Elektronik, gerade in der Luft- und Raumfahrt, kann man da wahrscheinlich sehr gut für die Zukunft dran arbeiten, dass man sehr attraktiv für Unternehmen wird. Und deswegen hilft mir der Studiengang natürlich extrem damit, gerade auch, wie gesagt, mit der Zusammenarbeit mit dem DLR oder mit den Instituten hier. Also gerade prägend für diesen Masterstudiengang fand ich, was ich vorher auch nicht wusste, dass wirklich sehr viele aktuelle Forschungsprojekte mit eingebunden werden. Dadurch hat man eine sehr hohe Aktualität. Und auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter werden immer eingeladen, wodurch man erste Handinformationen bekommt. Besonders fand ich auch, dass in einigen Vorlesungen externe Lehrbeauftragte mit dabei waren. Und die konnten aus der Industrie einfach sehr nahe praktische Inhalte mitvermitteln, die man sonst vielleicht in der Theorie gar nicht so gelernt hätte. Die TU Braunschweig hat einen sehr, sehr guten Ruf, was Ingenieurswesen angeht. Natürlich sind auch die Firmen, die es hier in der Umgebung gibt, natürlich wahnsinnig toll für Studierende. Gerade weil sie natürlich auch offen für die Studierenden hier für die TU Braunschweig sind. Und deswegen war das für mich natürlich die Nummer eins, dass ich hierher kommen kann. Ja, also ich war sehr überrascht, dass man, wie gesagt, aus anderen Fächern die Module wählen darf. Man muss sich natürlich erkundigen, ob man die anerkennen lassen kann. Aber prinzipiell ist das ja sehr, sehr gut möglich. Also ich persönlich habe mir mittlerweile zwei Fächer anerkennen lassen. Ich kann nur sagen, dass der Master im elektronischen Systeme für Fahrzeugtechnologie und Raumfahrttechnik ein wahnsinniges Abenteuer ist. Es ist sehr spannend, man lernt wahnsinnig interessante Leute kennen. Man hat eine Zukunftsperspektive, die Spaß macht. Und deswegen kann ich den Studiengang wirklich nur empfehlen.